Bei einem Zugunglück in Guntershausen bei Kassel sind heute Nachmittag mindestens 13 Menschen getötet worden. Der Schnellzug Kassel-Frankfurt war aus bisher nicht geklärter Ursache auf den haltenden Interzonenzug von Mönchengladbach nach Leipzig gefeit. Der Zusammenstoß an der Einfahrt zum Bahnhof Guntershausen war so heftig, dass der letzte Wagen des gut besetzten Interzonenzuges auf wenige Meter zusammengepresst wurde. Der Führer der Elektrolok, die sich in den Wagen gebohrt hatte, war sofort tot. Polizei, Feuerwehrleute und Einheiten der Bundeswehr bemühen sich zur Stunde immer noch, eingeklemmte Reisende mit Schneidbrennern und Blechzangen zu befreien. 25 Zuginsassen wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt in die nächsten Krankenhäuser gebracht. Bis zur Stunde haben die 200 Mann der Bergungsmannschaften 13 Tote geborgen. Es wird befürchtet, dass sich noch weitere Opfer in den Trümmern befinden. Die Eisenbahnstrecke Kassel-Marburg-Frankfurt ist in beiden Richtungen gesperrt.